Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, sobald ich den Part gestartet habe, hat Tianxinan direkt weggeguckt. So, was? Wir sind im Bild? Okay. Wir haben in der letzten Folge ein paar Nebenquests gemacht und damit werden wir jetzt auch weitermachen. So, und ganz nebenbei haben wir auch ganz viele Kugeln und so gesammelt, Medaillen, Dragon Balls und ein bisschen Zeitverschwendung, aber was soll's, muss ja mal gemacht werden, ne? Ja, wir sind jetzt wieder hier und kümmern uns um einige Quest. Wir haben Schuh, den scheint es voll toll zu gehen und das ist verdächtig. Und ja, ich habe ein paar Charaktere, also nicht hochgelevelt direkt, Son Gohan ein Level abbekommen, weil halt ich wieder hier ein paar Dinger hier sammeln musste. Und mir ist aufgefallen, der hat voll wenig KP im Vergleich zu. Jetzt gerade mal, ich meine, ich glaube, wir haben Schuh ist sogar stärker, ja, und Krillin. Krillin ist schwächer als wir am Schuh, das sehe ich jetzt mal irgendwie gar nicht. Wer ist denn hier schon wieder falsch? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was für KP steht. Ich nehme an, Kraftpunkte irgendwie so was. Ich nehme an, da sind alle Werte zusammengerechnet irgendwie so was. Ich habe keine Ahnung. Das sind einfach wirklich nur die KP. Also die AP. Ich glaube, die AP sind schon wieder anderes. Ja, wir haben 415.000, ne? Also wieder anderes, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls würde ich aber mal sagen, wir machen jetzt immer weiter. Ich habe mit allen Charakteren übrigens, das wollte ich sagen, hier diese ganzen passiven Fähigkeiten noch hier ein bisschen gelevelt auf diesen Fähigkeitenbaum. Also jeder Charakter hat jetzt mehr oder weniger alles, was ich bis jetzt lernen kann. Und ja, wir gehen auch ein bisschen die Kugeln aus, um das alles zu kaufen. Also ja, aber sehr praktisch. Jedenfalls, da ist ja am Schuh, da ist er mit Sapphire oder so, ne? Heute ist einfach ein toller Tag. Hey, du bist so ein Träumer, Yamshu. Danke, meine Süße, aber weißt du was? Eigentlich bin ich nur deinetwegen so verträumt. Oh, Yamshu. Was für ein Name, ich bin von den Ton zurückgekehrt, habe jeden Tag Dates mit heißen Mädels. Ja, ich fühle mich richtig lebendig. Yamshu, du Widerling. Pearl? Was zur Hölle machst du da? Also, ja. Yamshu, wer ist das? Ich bin Yamshus Freundin und wer bist du? Was? Ich bin Yamshus Freundin. Oh, das habe ich nicht kommen gesehen. Ehrlich nicht. Aber das wird schön. Irgendwie komme ich aus der Sache raus. Schließlich wurde ich vom Meister Kai trainiert. Ich kann alles schaffen. Hey, dann Yamshu, kannst du das vielleicht mal erklären? Ja, du hast mir gesagt, dass ich die Einzige für dich bin. Okay, meine Damen, ganz ruhig. Ich kann das erklären. Also, ihr seid beide etwas ganz Besonderes für mich. Also... So ist es nicht fair, dass beim Show du hast mich hintergangen und mich betrogen, oder? Hey, wisst ihr was? Ich jetzt brauche Eiscreme. Holen wir uns ein Eis und dann bringen wir die Sache in Ordnung. Vergiss es. Ja, ich dachte mir schon, dass das nicht funktionieren würde. Ich hätte nie gedacht, dass du mich betrügen würdest. Ich hasse dich. Ja, hey, was habt ihr mit den Dingern vor? Du hast uns das hier hast du uns doch besorgt, damit wir uns wehren können, oder? Tja, jetzt wehren wir uns. Ach ja, stimmt. Ich habe die Dinger bei der Capsule Corporation verstärken lassen. Das könnte übel für mich werden. Aber wenn der Kampf gut läuft, kann ich das vielleicht wieder gerade biegen. Pool wollte, dass ich nach ihm sehe, aber vielleicht helfe ich ihm doch besser hier. Son Gohan? Ich helfe dir. Nein, das wäre doch die Gelegenheit für den, um zu beweisen, ich bin voller coole Hecht und so. Ne? Ich kann Roboter kaputt hauen. Aber warte mal, der kämpft sogar mit uns. Ich glaube, Masenko habe ich auch einmal verstärkt, ne? Auf den Fähigkeiten zu bauen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Ja. Er zielt auf mich. Ich ziel auf dich. So, ich hatte ein Level abbekommen und ich habe mich da dadurch wieder ein bisschen hoch geheilt. Das fand ich sehr gut, war ein guter Nebeneffekt. Und wie viele von diesen Dingern sind denn noch? Au.
dafür, wenn ich hier mit Vegeta und so kämpfen will, dann würden die Kämpfe viel schneller sein, vorbei sein. Aber ja, können wir machen. Blocken oder auch nicht. Ah, immer noch eins. Hier die ganzen Hilfscharaktere, die müssen mal hochleveln. Ey. Das geht so nicht. Würden die Kämpfe auch viel schneller vorbeigehen. Level 16, gut. Okay, Verlierer, genug gespielt. Hemmschuh. Ich glaube, ich verliere mich schon wieder in ihn. Geschafft, ich bin so gut, dass es fast schon beängstigend ist. Vorsicht! Das sagt er sich selber in der Luft. Hemmschuh. Ehrlich? Unglaublich, dass er es zugelassen hat. Was für ein Verlierer. Was denn das für eine Pose? Total lahm. Yamshuu. Ich bin sowas von über Yamshuu hinweg. Ich auch jede Menge bessere Typen da draußen. Es gibt jede Menge bessere Typen da draußen. Hey, wir sollten ein Eis essen gehen. Nur wir beide. Was meinst du? Klar, das klingt super. Nein. Yamshuu, jetzt stirb bloß nicht. Pol. Es geht mir gut, Pol. Weh? Hey, komm schon, ich bin jetzt stärker. Ich bin ein ehemaliger Schüler von Meister Kai. Ich lasse mich doch nicht von sowas hier unterkriegen. Das ist der Yamshuu, den ich kenne. Du bist einfach der coolste. Hey, ja, oder? Yamshuu ist definitiv stärker als früher. Aber dass ihn diese Explosion erfasst hat, dagegen war der Pflanzmann-Vorfall ein voller Erfolg. Das war wirklich ziemlich schwach. Ja. Alles klar. Ja, super. Alles klar. Aufgestiegen. Aber die anderen, ne? So, jetzt hat mit Vegeta. Vegeta ist irgendwo wo komplett anders, glaube ich. Die Karte, der ist hier. Oder da, keine Ahnung. Ich glaube, der ist da in der Ödnis. Ja, dann müssen wir den noch hier suchen für die andere Quest mit dem Saiyajin schweift, der uns abhanden gekommen ist und nicht noch mal nachwächst. Und dann gucken wir mal weiter. So, ich muss die Gruppe so ein paar Mal umändern, um zu gucken, wann ich irgendwie bestimmte Quests machen kann. Verdammter Kakarot! Also ich bin eine Sekunde her, der beschwert sich schon direkt über Son Goku. Welche Level seid ihr jetzt eigentlich alle? Hey! Ach, Yamshuu hat hochgelevelt dabei, okay. Ja, und Yamshuu und den Shinan. Ist ja egal, wen ich dabei habe, oder? Oh gut. Da sind schon wieder Gegner, ist klar. Gut, dann gehen wir mal da rein. Sprechen mit denen? Nein, ich wollte eigentlich nicht so hochspringen. Ja, wie geht ein Netz-T-Shirt? Kakarotsrotzlöffel, was? Du kommst mir gerade recht, kämpf gegen mich. Hä? Und halt dich ja nicht zurück, es sei denn, du bist lebensmüde. Also bei ist natürlich nicht so doll jetzt gerade. Au. Auch nicht voll geil und so, ey. Aber komm her, wird schon klappen. Ein Schaden, irgendwie schon mal komödiantisches gegen Vegeta in seiner seinen jetzigen Outfit zu kämpfen, ey. Hör mal auf mit dem Angriff. Ja, ich habe gar nichts gerissen in dieser Verwandlung. Ey. Ja, ich habe die ganzen Bonus und so, den ich den ja mit dem Fähigkeitsbaum gegeben habe. Die sehen jetzt auch nicht dafür, wenn ich irgendwie gegen den kämpfe oder so. Ne, da wäre ja voll doof. Ja, den angefangen habe ich zum Beispiel nicht. Ah. Also. Alter, geblockt. Was jetzt? Block.
Nee, der hat mich nicht geblockt. Du setzt nicht deine ganzen Boss-Techniken ein, so wie im Kampf mit Son Goku, ey. Da war der am allerschlimmsten. Da war der schlimmste Gegner bisher, ey. Saiyajin Saga Vegeta. So, Cannon. Son Gohan hat mal eiskalt Vegeta erledigt. Das hat ein Level abgebracht. Eine Menge Level-Ups gemacht. Wie kann der Prinz Saiyajin Probleme gegen ein Kind haben? Verdammt. Was jetzt? Mein Schweif wächst nicht nach. Und? Also deine ist auch nicht... da deiner auch nicht wächst, habe ich mich gefragt, ob du vielleicht weißt, warum. Warum zur Hölle sollte ich mich um so etwas scheren? Ich will kein Riesenaffen werden, ich will ein Super Saiyajin werden. Was Kakao kann, kann ich schon lange. Ja, wie sagst du, zum Super Saiyajin werden? Moment mal, das ist es. Vielleicht braucht man ja gar keinen Schweif mehr, wenn man stärker als ein Riesenaffe ist. Ich sollte zurück zu Oolong. Ja, da ist doch nicht... Da ist doch nicht der Sinn, irgendwie. Ein Riesenaffe tut einen doch irgendwie... Das ist genau wie bei Super Saiyajin eigentlich, ne? Er tut doch die Stärke verzehnfachen oder irgendwie verhundertfachen oder so, glaube ich sogar. Weil würde ja keinen Sinn machen, ne? Sind da irgendwie Multiplikatoren irgendwie so, die da eine Rolle spielen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Hey, wir laufen die Entmittlungen. Also Son Gohan hat lange mit Oolong über die Geschehnisse und seinen Gedanken zu den Schweifen der Saiyajin alten. Ich dachte, das Geschehnisse war auch falsch geschrieben. Interessant. Wenn der Schweif verschwindet, wird man stärker als ein wenn man stärker als ein Riesenaff ist. Würde das allen zukünftigen Affenkram beenden? Für immer. Du wirkst zufrieden. Verklag mich doch. Ich bin lieber Super Saiyajin Son Goku als ein amoklaufender, hirnloser Affe. Zusätzliche Stärke, die man beherrschen kann, das ist nicht mal in echten Win-Win-Situationen. Weil es das Risiko auf null reduziert, zu beizerschampt zu werden. Hoch, ist das früher mal passiert? Das weißt du doch. Als dein Vater noch klein war, wurde er zum Affen und zwar so richtig. Trotzdem. Ich vermisse die Zeit irgendwie. Wir hatten damals viel Spaß, als ich noch relevant war. Wenn mein Vater zurückkommt, bitte ich Gott, ihm seinen Schweif wiederzugeben. Dann könnt ihr die Vergangenheit so oft nachspielen, wie ihr wollt. Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall. Hey, das war nur ein Scherz. Und lache ich etwa? Hey, ich weiß nicht, wer gefährlich ist. Vater oder Sohn? Wow. So, und da hinten sind so Berserker-Typen. Fanfoto, was? Nach von Yamshu. Oh. Warum gibt es von dem Fotos? Okay, der ist Baseballspieler, ne? Oolong. Seelenabzeichen, solche Dinger, genau. Und langsam leveln die ein bisschen auf, ey. So. Da muss ich durchgedreht sein. Okay. So, dann nächste Quest. Westliche Hauptstadt. Warum nicht? Warum ist jetzt da eine Quest? Ah, ne, mit Pool, genau. Ne, das war mit Yamshu. Ich bin verwirrt, ich habe so viele Quests angenommen. Aber ich glaube, die habe ich noch gar nicht angenommen, ne? Irgendwie so, wenn das schon wieder eine Quest mit Yamshu ist, ne? Weiß man, mit Krillin oder mit Chaozu, die verdienen mal. Ganz besonders Chaozu. Von dem, da will doch jeder was sehen, komm. Obwohl, Chaozu, ich sollte ihm vielleicht mal eine Gruppe reinpacken, damit er auch mal Erfahrungspunkte kriegt. So, schon wieder Pol, ey. So, so. So, kriegen alle Erfahrungspunkte, auch wenn ich, wenn die gar nicht im Team sind. Ist das der Fall? Ich meine, schau, super, doch noch nicht Level 21. So, Pol, schon wieder Yamshu. Irgendwas mit Yamshu, pass auf. Dann ist aber echt mal gut, ey. Pool. Was führt dich denn hierher? Ich bin zufällig vorbeigekommen. Was machst du? Ich warte auf Yamshu. Er braucht ganz schön lang, um sich bereit zu machen. Sich bereit zu machen? Ja, er meinte, er würde ein Outfit anziehen, das besser für den Kampf geeignet wäre. Ich bin zurück. Ja, Entschuldigung, dass du warten musst, Pool. Hä? Oh, hey, Son Gohan. Hi, Yamshu. Perfektes Timing. Bist du für einen kleinen Trainingskampf? Hä? Du willst gegen mich kämpfen?
Ah, ich habe dir doch erzählt, dass ich bei Meister Kaya trainiert habe, nachdem ich im Kampf gegen die Saiyajin gestorben bin, oder? Tja, ich hatte noch keine richtige Möglichkeit zu zeigen, was ich gelernt habe. Es ist Zeit, als hätte ich dieses brutale Training für nichts und wieder nichts absolviert. Ich bin jetzt viel stärker, ehrlich, ich bin viel stärker als Rekom in diesen Einfüllade, was überhaupt keinen Sinn macht. Er klingt ziemlich frustriert. Ich hätte auf Namek bestimmt einiges erreichen können. Nein, da du da warst, könntest du mir meine Stärke bestimmt super einschätzen. Deshalb will ich gegen dich kämpfen. Ne, auf Namek wärst du am Show Mann, Mythos und Legende. Am Schuh auf Namek wärst du draufgegangen. Schon wieder. Na klar, ich helfe gern, wenn ich kann. Auf jeden Dank, dann mal los. Aus irgendeinem Grund war er stärker als Rico, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Ich meine, Vegeta hat auf der Fresse bekommen von dem und der war. Und Son Goku war so stark wie Vegeta damals und der hat auch beim Meister Kai trainiert, also das macht alles keinen Sinn. Also viel Glück, Yamcha. Hey, was mit mir? Also ja, ich verstehe immer noch nicht, wie das funktioniert hat, ey. In der Story. Oh Gott. Irgendwie ist in den Filler-Folgen irgendwie am Schuh der stärkste Charakter aller Zeiten. War irgendwie noch ein Filler, wo er irgendwie auch irgendwas fertig gemacht hat. Ja, der hat, glaube ich, in der Majin Buu-Saga hat der gegen diesen Herkules-Typen da, gegen den Son Goku mal gekämpft hat, glaube ich, anstinken können. Weil irgendwie auch keinen Sinn macht, weil er war auch voll brutal stark, glaube ich. Irgendwie so war das, glaube ich. Wenn ich mich irre, also in den Filler-Folgen ist er irgendwie immer der stärkste Charakter aller Zeiten. Ich glaube, das war auch Filler, wenn ich mich irre. Ich habe mal eine Menge Erfahrungspunkte. Achso, ich müsste eigentlich viel besser sein. Du bist besser, als du denkst. Ich habe vom Oberhälzen einen Teil meiner verborgenen Stärke freisetzen lassen. Von daher, trotzdem sollte ich. Aua. Alles okay, Yamcha? Ja, mir geht's gut. Soll ich dir Medizin holen? Ich sagte, mir geht's gut. Ich will ganz ehrlich sein. Das ist mir unglaublich, dass ich nicht mehr, drauf habe und das all nach all der Anstrengung. Unglaublich, dass ich nicht mehr drauf habe. Okay, ich glaube, das ist schon wieder falsch, ne? Dass ich nicht mehr drauf habe oder so. Oder dass ich es nicht mehr drauf habe, müsste da stehen. Sag das nicht am Schuh, du bist der beste Mensch der Welt. Schon vergessen. Du hast mich gerettet, als ich von diesen Flugsaurier angegriffen wurde. Was ein Leben aufs Spiel gesetzt, um mich zu beschützen. Du bist der coolste und tapferste, den ich kenne. Du sollst mehr Selbstvertrauen haben, Yamcha. Noch mehr? Gut. Das habe ich nur gemacht, weil ich dachte, Pools Schreie wären die einer Dame nöten gewesen. Ich weiß gar nicht, dass du das gemacht hast, Yamcha. Du bist wirklich ein super Typ. Hä? Oh, was soll ich sagen? In Zeiten der Not bin ich ein Mann der Tat. Okay. Verfügbar nach dem Abschluss bestimmter Dinger. Okay, so viel dazu. So, Pol wurde jetzt zu. So, ja, die kriegen alle Erfahrungspunkte. Okay, das ist ja vollkommen egal, wie ich in der Truppe habe eigentlich. Vielleicht kriegen die ja mehr, ich weiß nicht. So, jetzt muss ich mal nachgucken. Ja. Nappa wurde mit den Dragon Balls ins Leben zurückgeholt. Vielleicht könnte er ja dein Trainingspartner sein. Okay. Alles klar. Ja, müssten ja eigentlich, ne? Ne, eigentlich nicht, ne? Wer hat denn bitte schon Raditz zum Leben erweckt? Was ist das denn für ein Dreck? So, aber lass mich mal ganz. Nein, falscher Knopf, da bin ich kurz drüber gekommen. So, schon nach Piccolo als. Nein, boah. Da. Vielleicht muss ich dann Piccolo steuern, ne? Na, wo sind denn die? Sagen wir schon wieder hier, wo er ist, ne? Aber
Sagen wir natürlich wieder nicht wo. Folge 8 Unterbrechung. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich erstmal hier weitermachen einmal, aber da ist wieder nur so ein Ding. Deswegen weiß ich jetzt wieder nicht. Mittlerer Ebenenbereich. Südlich mittlerer Ebenenbereich. Östlicher Schluchtbereich. Ich nehme an, das ist östlicher Schluchtbereich. Das ist so bestimmt. So bestimmt da, wo hier. Oder auch nicht. Wir haben Schussversteck. Das war. So wird der gar nicht angezeigt. Aber ich gehe mal da rein. Ich hole mir mal die Dragon Balls. So. Ich hole mir jetzt die Dragon Balls und fertig. Ich werde ja auch sehr angezeigt, wenn ich erstmal da bin. Keine Ahnung. Aber wenn alle irgendwie Erfahrungspunkte bekommen, egal ob ich die dabei habe oder nicht, das ist Alarm. Das heißt, sie können ja nie irgendwie stark genug sein. Also wir haben Schuh und Co. Oh, ich will die relevant machen. So, da ist der Dragon Ball. Zwei Dragon Balls. Wir haben auch schon lange nicht mehr, ne? Hier habe ich auch noch nicht intensiv gesucht, glaube ich. Boah, ehrlich. So, hi. Na? Nur so ein grüner Mann, der ja durch die Gegend läuft. Ganz normal. In der Welt von Dragon Ball ist halt wahrscheinlich sogar nicht so was Ungewöhnliches. Also, was ist denn hier los? Kommen die näher. Ich sehe jetzt keinen Fall, der näher kommt. 169. Joink. Hier ist der Dragon Ball. Hier ist der Dreck am Ball. Was ist denn da für eine Höhle? Da war ich auch noch nicht drin, glaube ich. So, Dragon Ball, das ist der 7-Sterne Dragon Ball. Na, was denn hier? Die Dinger soll ich vielleicht auch mal einsammeln. Die gehen mir tatsächlich irgendwann aus, habe ich das Gefühl. So. Na gut, komm her. Der wird ja wohl nicht so viel aushalten jetzt, wo ich Piccolo steuere, ne? Alter. Na komm her. Ich bin noch viel stärker mit Piccolo. So, jetzt aber. So. Wie einer von euch fragt nicht. Wie frecken die nicht dadurch? Dann mache ich euch eben alle einzeln kaputt. Mache ich euch alle in die Fräse. Jetzt kann ich mich hier nicht umschauen. Was ich voll doof finde. Ja, komm her, komm her. Ja. Ah. Oh, komm her. So. Die geben schon eigentlich gar nicht mehr viel Erfahrungspunkte. So, ich wusste das. Ich habe sowas von gewusst. Ey. Ich habe es noch nicht gesehen vom Weiten irgendwie. So.
Oh, da ist noch so ein Teil, gut. Wenigstens habe ich dann ja alles eingesammelt, hoffentlich. Ich will nicht fliegen. Also wenn man am Boden ist, dann sehen einen die Dinger nicht. Sagt er, nachdem er ein paar Key-Explosionen hier abfeuert. So, haben wir ja alles. Ich nicht noch mal hier rein muss. So, an euch düse ich jetzt einfach vorbei. Doof. So. Oh Gott. Was? Na. Oh. Oh, was? Ich habe einfach noch Kreis gerückt. Hat aber geklappt. Ja, ganz ehrlich sein, so Kämpfe gegen so viele Gegner jedes Mal muss ich echt nicht haben, ey. Ich finde, man hat schon genug Möglichkeiten irgendwie zu leveln und all sowas. Muss jetzt nicht extra noch tausende von diesen Gegnern immer kommen. Und wie mache ich den einen Typen gar keinen Schaden, den ich anvisiert hatte? Oh, ehrlich. Ach, aber ja. Ich klatsch mit meinen Armen. Schon ein paar Mal gesehen, wie er so seinen Arm streckte. So wie Ruffy. Nur aus Piccolo vorher da war. Das aber sehr viel seltener macht. Komm her. Machen die jetzt wenigstens ein bisschen Schaden? Nee, ne? Sind doch jetzt nur auf 5 Level drunter. Okay. So. War jetzt eigentlich nur wegen den Dragon Ball gehen, ne? Aber wurde schon wieder gesidetrackt. So, das machen wir noch kaputt. Weil warum nicht? So. 29. Hier scheinen die Gegner ein ganz klein bisschen schwächer zu sein, hoffentlich. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Mein Gott. Ein bisschen weniger Gegner, ey. So, wenn er blau ist, dann sehen die mich nicht, ne? Oh, ehrlich? Oh. Oh, die fliegen einfach da rein. Ah, fliegt doch da rein, ey. Also die hätten doch wirklich irgendwie so eine ganz kleine Option geben, sondern dass man entweder von dem Gegner flüchten kann oder hat man die irgendwie umgehen kann oder irgendwie sowas. Also irgendetwas halt, ne? Immer hat man auch keinen Bock, gegen die zu kämpfen, sag ich jetzt mal so. So, das habe ich schon wieder vergessen, was ich hier wollte. Ups. Ups. Entschuldigung. Gut, dass die Mineralien hier von sehr hoher Qualität sind. Ich dachte mir schon mal, ob ich etwas für meine Forschung aufsteigen kann. Ja, ich, oh, ich habe sogar für Dings was abgeschlossen. War ehrlich. Ja, Turm, das wollte ich machen, genau. Ja. Ah. Da kann halt irgendwie voll die riesige Reichweite. So. Auch nix. Jetzt brauche ich erstmal wieder einen ruhigen Ort, wo die Gegner nicht auf mich losgehen. Ich sagen, da ist eine Kugel. Oh, tschüss.
So, Dragon Ball, hier war noch ein Dragon Ball, glaube ich, ne? Östlicher Schluchtbereich. So, kann ich ja gleich mal nachgucken. Östlicher Schluchtbereich. Aber wird mir ja nicht angezeigt. Ne, da ist irgendwas anderes. Da ist einfach nur Rauch, ne? Also nehme ich jetzt mal an, ich muss erst wieder ein bisschen weitermachen, ja? Mit der Story-Mission. Und dann kann ich diese Mission machen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie so, ne? Ja, gut. Dann bin ich schon wieder aus Reichweite. Nee. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Eine fleischige Schluchtschnecken oder irgendwie so, kann ich mich erinnern. Irgendwie. Oh. Ich bin in den reingedüst und habe den kaputt gemacht. Stimmt, das ist auch schon mal ein paar Mal passiert. Hier. Ich hoffe, ich krieg da noch mal hin. Wäre irgendwie sehr viel besser, weil dann verfolgen mich die blöden Typen nicht die ganze Zeit. Na. Du komm her. Na. Da kann ich mich wenigstens in Ruhe hier umschauen. Ey. Dann kann ich erstmal platt machen. Na. Der steht jetzt schon wieder genau hier, wo ich den Dragon Ball suchen muss. Ist ja klar. Ah, lasst euch mal treffen. Aber ich habe keinen Dings. Oh. Warte mal, ich habe eine Idee. Mal bei den ja. Stell mich einfach in euch herein und dann. Dann werde ich aber alle ja treffen, die meine Richtung sind, ey. Ja, schon tot. Ja, das ist schon tot. Okay. Muss schon sagen, ich konnte keinen anderen anvisieren. Dämonen-Clan-Stil. Okay. Was habe ich das denn jetzt bekommen? Ich die Attacke eingesetzt habe. Muss man jetzt Attacken einsetzen, damit man irgendwie Einträge bekommt. Hey. Ja, damit. So, jetzt. Wo ist das Schiff von Raditz? Da. Okay, hier ist nichts. Also der einzige Ort, den ich mir gedacht hätte, dass hier was wäre, aber hier ist nichts. Also nehme ich mal an, wir müssen weiter in der Story machen. Aber vorher wollen wir uns auch die letzten beiden Dragon Balls und wünschen uns was. So machen wir das. Nee, das klingt doch nach einem Plan. Oder ja, okay. Und dann gucken wir mal. Guck mal, wir können uns dann irgendwie weit nicht Gegner wünschen oder so. Irgendwie so was war das, ne? So. Boom. Hier ist irgendwo ein Turm. Warum wird mir in 900 Kilometer Entfernung gezeigt, dass der ein Gegner ist? So, wo ist hier so ein Turm? Irgendwo ist hier ein Turm. Ich suche einen Turm. Wo ist der Turm? Hallo? Was? Muss irgendwo hier sein? Da, hinter dem Ding versteckt, ey. So, ich wollte nur die Dinger einsammeln. So, jetzt holen wir uns den Dragon Ball und dann gucken wir mal weiter. Hey, Gegner, die hätten sie auch ein bisschen spärlicher hinpacken können. Noch irgendwas in der Umgebung, wenn ich schon mal hier bin.
Sieht nicht so aus. Dann kassieren wir mal einen Dragon Ball ein. Und weiter. Halt. Da fällt mir ein. Das ist ja dieses Erinnerungsding, ne? Erinnerungsort. Das habe ich noch nie abgecheckt. Das ist ja das, was wir bei Uranai Baba gemacht haben. Komme ich da hin? Wie hat er gesagt, da kann man jederzeit machen, wenn man Bock hat, ne? Und ich weiß bis heute noch nicht, was das ist. Deswegen gucken wir uns das mal an. Ne? Okay. Ich will mal wissen, was das ist. Ich nehme an, das ist ein Kampf, ne? Aber gegen was oder wen? Da ist was. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Danke. Tschüss. Was? Vorsicht vor dem Häschen? Da sie ihre Kleider nicht wechseln kann, ist Bulma gezwungen, Olongs Häschen-Outfit zu tragen, als die Gruppe ihre Suche nach den Dragon Balls fortsetzt. Sie macht Halt in einer Stadt, um Kleidung und Treibstoff zu besorgen. Allerdings fürchten sie Bewohner vor Bulmas Outfit. Die Ohren erinnern sie an die Hasenmafia, eine niederträchtige Bande von Kriminellen, die Stadt übernommen hat. Ja, und Son Goku hat einen von denen zum Mond geschickt. Ich habe so gefühlt, ich sollte die Sachen alle mit Son Goku einsammeln. Ich glaube, der gibt immer so einen Kommentar oder so. Ach, die sagt mir dann einfach nur, wo so ein Teil ist, nehme ich mal an, ne? Wenn ich das kaufe, das ist ja voll Verschwendung. So, hier waren wir noch nie. Heiliger Quittenturm. Oder Meister Quittenturm, der heißt nicht so, der heißt nur Quittenturm, das weiß ich noch genau. Okay. So, guck mal, was hier ist. Mann, bin ich voll. Okay, dann nicht. Ist doch gar nicht so groß hier. Jetzt glaube ich nur so 20 von diesen Kugeln oder Medaillen, was weiß ich. Also eine Tür, also ein Tor, was weiß ich. Das ist schon mal nicht meine, ne? So, da. Und wir haben alle 7 Dragon Balls. Jetzt werden unsere Wünsche wahr. Wir kennen das Geheimnis der Dragon Balls. Hallo. Okay, das sah irgendwie aus, das war ja vor so ein Ding gewesen. So eine Tür. Eine Wandtür. Kann er nicht fliegen? So, ich wusste es. Ich habe es gewusst. Genau wie ich es mir gedacht habe. So, gut. Dann, ne. Dann gucken wir mal. Dragon Balls. Wunsch festlegen. Erster Wunsch. Ich möchte noch mal gegen Reiz kämpfen. Ich will Sattkugeln. Ich will reich sein. Ich will seltene Gegenstände. Eine tote Charaktere aus dem Jenseits zurück. Kann ich, muss ich die dann direkt wieder bekämpfen oder? Also eine große Menge Zähne, damit du eine 40 von Gegenständen kaufen kannst. Und wenn der nicht so einfach kommt, was ich hier. Ich hoffe, ich kämpfe jetzt nicht direkt gegen den jetzt. Wenn ich den dann immer wieder bekämpfen kann oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder war das, waren das diese Quests? Wünscht dir was? Das waren bestimmt diese Quests, ne? Weißt du, ich muss dann jetzt jedes Mal die Dragon Balls suchen. Um diese Quest zu machen. Und dann kriegt man wahrscheinlich deren Dingens, ne? Deren Sehenabzeichen, ne? Ich will noch mal gegen den Typen kämpfen. So, habe ich jetzt eine Quest bekommen.
Dragons wurden überall auf der Welt zerstreut und jetzt muss ich wieder 20 Minuten warten, ne? Bis sie auftauchen. Irgendwie so was war das doch, ne? Ahahaha. Kein Zeitlimit. Ah, okay. Okay, da kann ich dann jedes Mal, wenn ich Bock drauf habe, ne? Von bis. Alles klar, okay. Und das sind dann jetzt alles die, ne? Wohl mit den Rangwalds ins Leben zurückholen. Hast du es drauf, ihn diesmal allein zu besiegen? Ja, ich muss sogar Piccolo spielen. Und kein Zeitlimit. Okay, das ist doch sehr viel angenehmer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir halt mal, ne? Nachdem wir da die Tür aufgemacht haben. Sind überhaupt keine Gegner. Ich würde das Erkunden hier sehr angenehm machen. Oh. So. Okay, war sogar. So, wer da kommt jetzt hier rein? Ja, okay, ist gut. Na gut, dann gehen wir mal. Falsch. Gehen wir mal hier weg und ich nehme an, dass dann Bosskampf Raditz, ne? Gegen den wir kämpfen müssen. Frage ist jetzt, können wir den immer wieder bekämpfen? Aber ist da kein Zeitlimit, also das können wir machen, wenn wir wollen. Und das ist das, was mir gefällt an dieser Sache. Und ja, also ich könnte jetzt theoretisch immer die Dragon Balls offscreen suchen, mir die ganzen Charaktere wieder zurückwünschen und dann ja, und dann könnte ich dann immer wieder, weil ich ein paar oder so davon zubringen und die alle bekämpfen, ne? Ich glaube, das machen wir dann so, ne? Wen hätten wir denn da? Da haben wir noch Nappa, Doloria, Zabon und die Genioforce, die wahrscheinlich voll schwierig wird. Wahrscheinlich gegen alle auf einmal kämpfen müssen, ne? So, aber erst einmal ist die Erde, oder? Bin ich echt am Leben? Hi. Und du hast Cybermänner natürlich. Na, wenn das nicht Raditz ist. Du, was willst du? Geil. Der Stolz des Kriegervolks. Na, was ist das für ein Gefühl, von demjenigen wiederbelebt zu werden, der einen getötet hat? Was? Du meinst, das war gar nicht Vegeta? Ich dachte, er hätte von meinem Tod erfahren und mich zurückgewünscht. Hm, Vegeta scheint mich der Typ zu sein, der Leute wiederbelebt, die so leicht sterben. Ich habe nur eine Sekunde nicht aufgepasst, mehr nicht. Ich bin kein Schwächling, ich bin ein Elite-Krieger der Freezer-Armee, die haufenweise Planeten erobert hat. Schön, wenn du dich verhältst, dann weiß es. Nur wir beide. Es ist noch freuen, dich mit mir angelegt zu haben. Nur wir beide. Und dann Cybermänner. Okay. Kommen wir erstmal weg. Weg ist er. Level 28. Ich dachte, Level 32 ist ja. War ja irgendwie die. Aua. Also gerade Chaozu und Tenshinhan machen wir Schaden. Irgendjemand macht da nur einen Schaden. Chaozu. Das ist nicht Bosskampf. Alle seinen speziellen Fähigkeiten und so, oder? Vielleicht doch. Chaozu macht nur einen Schaden, aber schafft es, den abzubrechen für seinen Angriffen. Da kennst du doch den Angriff? Jetzt hat voll PTSD davon. Oh nein, nicht das. Okay. So, wer? Tension an. Und schau so. Verdammt, wie bist du so stark geworden? Ich weige mich, von einem nutzlosen kleinen Bruder und seinen Verliererfreund zurückgelassen zu werden. Das ist deine Schwäche.
Im Gegensatz zu dir sucht Son Goku keine Ausreden fürs Verlieren. Halt verdammt noch mal, ich bin ein stolzer Saiyajin-Krieger. Wenn ich trainieren würde, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Ach wirklich? Wie wär's dann damit? Du trainierst mit uns und zeigst, was du drauf hast. Gut, ich werde euch mit Freunden besiegen und dafür sorgen, dass ihr euer Leben bettelt. Ihr werdet noch wünschen, nicht so dumm gewesen zu sein, mir diese Gelegenheit zu geben. Schließt sich gerade jetzt an. Was? So, so kriegt man die ganzen Dinger. Big World Level 35 erreicht. Die hocken jetzt einfach hier. Warte. Ah, schade. Dann hockt er jetzt einfach nur hier so rum und ich kann ihn immer wieder bekämpfen oder was? Ohne Stufe 32. Hm. Son Gohan. Nee, Son Gohan ist nicht so stark. Würde ich jetzt nicht so. Das war kein Zeitlimit oder so, ja. Ich glaube, ich werde mir die Dragon Balls hin und wieder hier mal suchen. Und diese Wünsche alle offscreen machen und die Quest, sag ich mal, schon aktivieren. Vielleicht schaffe ich das noch alles bis zum nächsten Part. Dann können wir den ganzen nächsten Part irgendwie damit zubringen, die alle zu erledigen. Das könnte doch aufregend, keine Ahnung, werden. Gut, ich weiß sowieso jetzt nicht. Ich konnte jetzt schon mal weitermachen in der Story, aber wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, der war jetzt auch nicht so schwer und ja, wenn ich jetzt irgendwann stärker werde, dann das hat ja auch nicht mehr lustig, wenn ich viel zu stark werde. Also ja, das ist dann mein Plan. Ne? Ich werde jetzt, weiß ich nicht, immer so in 20 Minuten Rhythmus die ganzen Dragon Balls suchen. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann eine Meldung, so ja, die Dragon Balls sind schon wieder aufgetaucht. Und ja, da kann ich auch nebenbei ja so ein paar Kugeln, so Medaillen sammeln. Und ja, vielleicht einige Charaktere irgendwie hochleveln, so auch wenn die automatisch hochleveln oder so, keine Ahnung. Oh ja, das heißt, ich werde erstmal ein bisschen beschäftigt sein, schon mal die ganzen Saiyajin und Namek Bösewichte sammeln, und weil diese ganzen Seelenabzeichen, die waren ja auch nicht schlecht zu haben, früh genug, ne? Also das könnte man noch machen. Community Seelenabzeichen hochleveln. So, hallo. Er ist jetzt super Saiyajin Son Goku. Na, tun wir mal alle hochleveln, die jetzt noch nicht irgendwie die erste Stufe erreicht haben. Also ja. Na, super, die sind jetzt nicht so interessant, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, zum Beispiel. Habe ich auch, glaube ich, nirgendwo. Obwohl, ich glaube, ich habe jeden Charakter irgendwo drinnen, ne? Also. Ja, machen wir mal. Ich habe schon so ein bisschen gecheckt, wie hat hier alles funktioniert, ne? Gottfähigkeit und Freundschaft. Könnte man nur so einen bestimmten Wert haben. Fanfoto. Gehen wir dir mal Gottfähigkeiten 25. Ist glaube ich im Gott Dingen drin, oder? Ich weiß das gar nicht. Da, jetzt habe ich Rang 5 bei Gott Dingens. Na, jetzt habe ich keinen mehr. Dreck. Tolles Buch für Erwachsene. So, und dann kriegen wir Gegenstände nach einer Zeit. So. Die habe ich schon einmal, ne? Ja. Pol, keine Ahnung. Kochen geht auf Level 25. Abenteuer, ein Abenteuer bist du drin, ne? Also erkennt man an diesen Zeichen. Ich soll vielleicht mal gucken, wer mir irgendwie
gute Gegenstände gibt. Pilaf zum Beispiel, da gibt mir eine Stoffpuppe von Shenlong. Du bist in Mechanik, was ist das nochmal? Entwicklung, glaube ich, ne? So. Ist eigentlich vollkommen egal. Ja, Training zum Beispiel nur Level 7 maximal, das heißt, da wird nicht so viel bringen. So. So, romantische Schürze, Suchschiff Stufe 5. Ich weiß nicht, was das ist übrigens. So, du gibst mir eine Karte, also warum tue ich dich nicht hier? Keine Ahnung, ja, kochen, weiß ich. Was bist du drin? Das Training, glaube ich. Hm. Okay, kann man die Dinger auch irgendwie kaufen? Da wird es, glaube ich, ein bisschen angenehmer machen, ne? Trainingsfähigkeit. Rom. Training schon mal auf Maximum. So. Und eine Karte habe ich bekommen. So, ciao, bye bye. So, du bist in Erwachsen. Warum kann ich nicht mehrere auf einmal geben? Alt und weise, ja. Und die sich nicht irgendwie voll wie so Kleinkinder irgendwie gezankt. So, warum hast du jetzt schon so viele Dinger? Keine Ahnung. Ja. Oh, Maximum, gut. Gut, wer noch? Schildkröte. Erwachsen, natürlich. Abenteuer, ja. Kann man eigentlich auch wunderbar auf Screen machen, aber ich wollte euch doch mal zeigen, wie das hier aussieht, wenn ich das mache, ne? Z-Krieger. Muss das machen wir mal auf Maximum. Ist nur 7. Eigentlich voll schwachsinnig, aber was soll's. Ja, selber. Natürlich. Ich glaube, ich schon mal gesagt, aber die erinnern mich irgendwie an von One Piece Pirate Warrior. Hier die Münzen, die man da sammeln konnte. So, Trainingsfähigkeit. Ja, auf Maximum. Also nicht auf Maximum, aber wisst schon, was ich meine. So, Raditz. Muss ich auch noch irgendwo reinpacken. Nachbildung des Vollmonds. Was gibt es als Geschenk? Was? Hat er schon allgemein so hohe Werte oder was? Na, no, das ist schon mal voll. So, irgendwas hat 5 Punkte gibt. Nö, natürlich nicht. Na doch. So, und nein. So, mein Gott, 60 brauchst du. So. Wenn jemand denn noch Z-Krieger hat, außer Vegeta, weil der hat schon eine silberne Dingense. Brauche nicht noch mehr. So, du brauchst, kannst noch maximal 3 haben. Boom, bitteschön. Kannst noch maximal 5 haben hier, bitteschön. Fähigkeit, keine Ahnung, auch 5 nur. Na gut, der hat voll wenig Werte. So, Gott, aber gleich fertig hier. Gott und Z-Krieger plus 4. Ja, also beide auf Maximum. So. So. Ja, das eine weiß ich nicht, wo ich da reinpacken soll. Ja, Holong. Keine Ahnung. Natürlich.
Mädchenunterhöschen, was? Gut, haben einige hier hochgelevelt. Dann können wir mal zum Muten Oschien gehen und hier Belohnung abholen. Ich glaube, der gibt uns wieder ein paar Sachen, weil wir ein paar Sachen hier abgeschlossen haben. Und ja, dann können wir den Part beenden. Ist ja schon wieder lang genug. So, und ich mache dann Folgendes: Ich werde die ganzen Dragon Balls in 20 Minuten Abstand suchen und mir die ganzen anderen Leute da zurückwünschen. Und im nächsten Part werden wir uns die dann alle vorknöpfen. Also wir beleben die wieder, nur um die nochmal zu verprügeln. Und ja. So, und er hat uns wieder die Medaillen. Gut. Also gut. Wie gesagt, Dragon Balls werden gesammelt und oh, da steht sogar noch. Gut. Ich sammle die Dragon Balls. Ich werde so ein paar D-Medaillen sammeln. Und ja, in der nächsten Folge sollte man einen ganzen Haufen von Gegnern bekämpfen können, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Zikowski.